Oh nein! Oh, die Autos verlieren. Ich sehe dich da unten! Nein! Oh Mann, Kev! Verdammt! Ich fahr an dir vorbei! Ah, hallo ihr Lieben, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA Online Action, wieder mit einer Challenge und dem Dena. Hallöchen! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur erneuten nach Ewigkeiten endlich mal wieder einem Flugzeug auf der Straße rennen. Yeah! Und zwar haben wir wieder uns diese billigen Flugzeuge genommen, mit denen heben wir erstmal ab. Wir haben so einen Punkt da in der mitten in der Stadt, an dem müssen wir kurz landen. Und dann fangen wir von da aus das Rennen an, aber wir müssen halt beide erstmal dort landen. Wir dachten uns, es ist eigentlich ganz spannend, wie man hier ein Flugzeug nimmt und überhaupt mitten in der Stadt landet. Das heißt, das ist auch nochmal schwer. Also jetzt nicht sterben, Kev. Ne? Lieber vorsichtig. Nee, nee. Immer vorsichtig. Kein Rennen. Wir starten das Rennen erst, also wir warten da. Genau, wenn wir beide sicher stehen. Ja. Was natürlich auch sehr zum Vorteil ist, wir haben hier ein illegales Flugzeugstraßenrennen. Das heißt, es ist Nacht. Wir haben die Nacht abgepasst. Perfekt. Need for Speed Underground. Super. So ist es. In der Tat. Fehlt nur noch die Underground-Neon-Beleuchtung hier unten dran. Am Flugzeug. Kev, Kev hat den Punkt einmal auf der Karte markiert, in der Hoffnung, dass da eine gute Straße zum Landen ist. Ich bin mal gespannt. Das war so eine Y-Straße. Das heißt, guck mal, da kannst du ja hier schon landen. Sind. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Hier schon landen. Ah ja, okay, ich sehe das. Aber ich sehe, da sind... ich gucke mir das erstmal von oben an. Ja, ja, ich auch. Lieber vorsichtig. Da sehe ich ganz viele Laternen. Ja, hier vorne. Oh, boah, du bist über mir. Dena! Boah! Junge, 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 dieser Dena wird ja aggressiv. Man kann auch einfach auf dieser Brücke landen. Ich lande einfach auf der Brücke und roll dann dahin die letzten Meter. Ah, stimmt, die Brücke ist gut. Ja, genau. Das mach ich auch. Ja, ich mach's auf der Brücke. Du machst es immer auf der Brücke, da mag der Dena das. Da fühle ich mich zu Hause. So, schön wenden. Alles klar. Jo, aber oh nein, gewesen. Die Brücke ist nicht gut. Wieso nicht? Die hat übelst viele Schilder, die siehst du erst am Ende. Ja, aber ich mach's halt. Aua! Ein Schild habe ich mitgenommen, ich bin gelandet. Bin gelandet, Kev. Ich hab Angst. Oh nee, jetzt darf ich mich nicht vom Auto umfahren lassen hier. Also ich bin gelandet, bin genau an dem Punkt. Alles klar, ich fliege noch ein bisschen rum, weil ich ein bisschen Angst hab. Ja, ja, ich sehe das, Kev. Jetzt nicht nur abstürzen. Nee, 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 ich lasse mir jetzt auch hier Zeit. Also, ich muss ja, bin erstmal einmal rumgeflogen, um das Ganze einmal zu beobachten. Mhm. Aber ich darf mich jetzt von dir nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bin gespannt, Kev, bin gespannt. Wir hatten letztes Mal mit Verkehrsregeln, aber da hatten wir eine kürzere Strecke. Jetzt machen wir mal ohne Verkehrsregeln. Man kann einfach durchfahren. Genau, aber dafür ist eine längere Strecke. Halt, bis in die Wüste wird das gleich gehen. Genau, wer natürlich stirbt, ist raus. Genau, wessen Flugzeug sich nicht mehr bewegt, der hat halt automatisch verloren. Okay, Kev, landest du jetzt? Ja. Hey, landest viel zu hart. Ich habe nur eine Laterne mitgenommen. Ja, nur eine Laterne. Alter, Kev, du hast so richtig hart bist du gelandet, ne? Nee, nee, das war übel smooth. Du siehst, es sieht immer so aus, als ob du so pam runter, auch mit Helis und so weiter, jedes Mal. Das war richtig smooth. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, findet ihr Kev landet immer sehr hart oder ist das nur meine Einbildung? Weil ich denke, der landet immer sehr hart. Ich versuche es immer schön soft zu machen. Keine Ahnung, ich kann's nicht anders. Ich bin der Düsentrieb des GTAs. fährst du nochmal ins Ziel? Ja, wenn ich ins Ziel fahre, dann siehst du den Punkt ja nicht mehr. Deswegen warte ich extra für dich. Ich fahre nur geradeaus. Also bei mir. Gut. Dann fahre ich ins Ziel. So. Und mache mich schon mal bereit für die Stadtposition. Okay, die Frage ist jetzt natürlich, kommst du zu mir, weil wir müssen hier sowieso lang, oder? Ja, stimmt. Weil dann ist es ja unnötig, wenn ich jetzt mal zu dir fahre und dann wieder zusammen zurückzufahren. So. Weil du am besten zu mir, weißt du, was ich meine? Also wir starten auf der Brücke, oder wie? Genau, also da kommst du am besten zu mir. Ja. Muss ich einmal so, wenden. Und ich positioniere mich auf der rechten Seite, deswegen fahr links. Ja, nee, ich will auch rechts fahren. Achso, wegen dem Gegenverkehr? Ja. Ja, dann stell ich mich... Oh, scheiße, ich komme gar nicht lang, warte. Dann stell ich mich auf die Kreuzung. In die Mitte der Kreuzung. Na, alles klar. Ah, nee, wir müssen ja rechts dann gleich fahren, oder? Ich weiß das nicht. Mach dir schon mal einen eigenen Wegpunkt dahin, ja? Genau, weil wenn wir das sehen... Ziel ist da oben hin. Mach schon mal spontanes Rennen dahin, okay? Achso, ja, kann ich machen. Alter, ist voll schwer hier. Spontanes Rennen. Alle in der Liste, Dena wurde eingeladen. Okay. Wieso muss ich eigentlich zu Tier Aber kommen? Das ist die Frage. Wir sagen, man hat auch ein Zeitlimit. 10 Minuten Zeit. Ha? Wer kommt... 10 Minuten Zeit. Wer kommt am weitesten? Wer zuerst kaputt ist, bleibt da stehen. Sonst ist doch kacke. Sonst fährt man wie eine Pussy. Auf sowas habe ich keinen Bock. Man muss schon so schnell es geht fahren. Nicht wie eine Pussy. Ja, machen wir auch, Kev. Nee, nee, nee. Deswegen 10 Minuten Zeit. Ja, okay, dann noch 10 Minuten Zeit. Wer am 10 Minuten am weitesten kommt, das Rennen gewinnt oder wer zuerst stirbt. Alles also klar, wer dann am wenigsten weiter stirbt. Alles klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mega hart vorpresche und
dann kaputt gehe, ja, und du mich aber nicht überholst und vorher kaputt gehst, ja, dann... Ja, okay. Jojo. Ist okay. Achso, genau. Ja, wie kannst du jetzt schon mal Dings da machen? Das ist ja voll unfair. Kannst du mal bitte annehmen drücken? Ja. Dann mache ich nämlich schon mal Start, dann sehe ich die eingezeichnete Linie, dann weiß ich, ob wir gerade ausfahren oder rechts. Wir kriegen keine, weil wir im Flugzeug sind, dann kriegt man keine Route. Auch nicht, wenn man am Boden steht. Kevin, das ist voll kacke, dass du da stehst und nicht hier. Mach mal kurz starten doch. Ich bin schon drin. Du musst starten. Ich kann nicht. Ah, jetzt kann ich starten. Da, eben warst du nicht. Warte, beweg dich nicht, genau. Jetzt mache ich mir einen eigenen Wegpunkt, weil ich den ja jetzt hier gerade nicht sehe. Und dann kann ich dir sagen, ob wir links oder geradeaus, rechts oder geradeaus fahren. Ich glaube, wenn wir im Flugzeug sind, wird das eh nicht gesagt. Ist das gay? Ja, wir fahren einfach geradeaus, oder? Ich lasse die Autos vorbei. Ja, Kev, lass sagen, wir müssen links fahren, weil es dann weniger früh Autobahn, okay? Willst du rechts fahren? Aber guck mal, jetzt muss ich... Nee, links. Links. Wie links? Ja, nach... Jetzt links ist doch praktisch. Falsch. Ich fahr doch jetzt richtig, oder nicht? Nee, nach links. Was ist da los, Kev? Einfach nach links. Ja. Ach so, die Map dreht sich gerade hässlich mit. Ich habe keine Ahnung, was bei dir ist. Ist das scheiße, wie die Map sich mitdreht? Bei mir dreht sie sich Nee, ich weiß nicht, ob die bei mir mitdreht. Ja, kann so sein. Also ich will nicht, dass die sich mitdreht. Lass mal hier so einen Start machen, okay? Dass wir einfach mal loslegen können. Ja, warte, ich muss hier... Ich komme hier gar nicht klar. Weil je länger wir warten, desto mehr Fahrzeuge kommen wieder in die Linie. So, okay, fahr einfach los, go. Okay, go. Alles klar, los geht's. Und nicht abheben. Ich sag gerade, warte, ja, egal. Fahr einfach. Hey, ich kann warten, du hast gesagt, go. Ja, ich lass, die zwei Autos wollen nicht vorbeifahren. Ich warte hier, komm. Wollen nicht vorbeifahren. Dann steig aus und schlag die kaputt. Nein, mach das lieber nicht. Fahr. So, okay, fahr. Okay. Wo fährst du lang? Fährst rückwärts, ne? Ja, ich fahr so, um zu dir zu kommen. Alles klar. Go. Go, go, go. Wir machen jetzt. Illegale Straßenrennen. Wir sind einfach die langsamsten Verkehrsteilnehmer, die es gibt. Hammer Straßenrennen, Alter. Das ist hier. Okay. Oh, nee. Nein. Kacke. Kacke. Ich komme nicht durch. Hey. Die Flugzeuge sind viel zu breit. Du bist zu breit. Selber zu breit. Darfst nicht trinken vom Flug. Oh, Gott. Ich war so, dass du nicht vorbei kannst. Ja, ich merke das schon. Ich muss hier versuchen, an dieser Laterne vorbei, aber... Voll easy alles. Ich krieg die Laterne nicht. Nein, bei mir ist kleinerer Platz. Ich komme da nicht durch. Ha, ich bin auch durch. Nee, aber du bist ja rechts lang gefahren. Ich bin links. LOL! Ohne Witz, man kommt hier nicht vorbei. Wow. LOL! Aua! Ja, dann fahr zurück und fahr so, wie ich gefahren bin. Ich fahr jetzt ganz woanders hin. Mach das. Ist das scheiße? Ist das kacke? Oh, Kaki, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Okay, so. Okay, so, jetzt aber. Leute hinter mir hupen schon, die beschweren sich. Mein Flügel ist schon eingeknickt. Oh ja, meiner nicht. Wie gesagt, es entscheidet hier Geschwindigkeit, entscheidet hier erstmal nichts. Nee, hä? Ich kann nicht mehr lenken. Ja, kaputt gegangen. Doch, ich kann noch lenken. Der schnellste Challenge-Sieg des Lebens. Die ganze Straße ist frei vor mir. Mann! Ja, wieso fährst du eine ganz andere Route? Das ist viel lustiger, wenn wir neben hintereinander fahren. Fahr doch geradeaus! Fährst du wie ich? Fahr grad hin, bin grad hinter dir. Echt? Ich dachte, du hast gesagt, du fährst woanders hin. Ja, ich wollte ja auf ich der anderen... Ich hab auf jeden Fall eine richtige Kackroute genommen. Weil, hier gehst gleich in die Berge rein. Und da kann man locker nicht durch. Nee, ich fahr jetzt irgendwie nochmal ein bisschen anders, als ich auf die Autobahn komme. Wie? Das heißt, du fährst jetzt wieder zurück? Nee. Nee, ich musste nur einen weiterfahren. Ich war eigentlich schon richtig. So. Hier, wir haben hier auch mal ein Flugzeugrennen gemacht und da bin ich hier gestorben, weiß ich noch. So. Ach, da hinten bist du. Den hinter dir. So. Mann, Alter! Ach, scheiße, das geht da... Oh, oh. Ich nehme auch die ganzen Laternen mit und mache für dich Platz, Kev. Ich sehe das schon. Hallo? Ah. Nein! Was? Wieso brennt mein Fahrzeug? Mein Flugzeug brennt! Ich bin nirgendwo gegengefahren! Wahrscheinlich bist du irgendwo gegengefahren. Das ist eine Lüge! Brennt es oder geht's auch kaputt? Es brennt! Ja, mal sehen, ob es explodiert. Aber ich bin nirgendwo gegengefahren! Ohne Witz! Doch, du kannst trotzdem irgendwo gegengefahren sein. Hast du nicht gemerkt. Jetzt bin ich zum ersten Mal irgendwo gegengefahren, wirklich. Kacke, Alter, komm ich hier durch die Brücke durch? Oh, Kacke. Hä? Scheiße, Alter, ich komm nicht durch die Brücke durch! Leute, ich bin auf der Autobahn, wo bist du? Auch, aber hier ist eine Brücke, wo man nicht durch kann. Da kommt man da durch. Nein! Lass mal den Daniel-Düsentrieb hier rankommen. Und Spaß, man kann da nicht durch. Das funktioniert nicht. Und zurück kann ich auch nicht, weil da welche sind.
Was mache ich denn jetzt? Ah, das heißt, man muss wahrscheinlich einen Gegenverkehr fahren oder so. Nee, ja, ich weiß ja, ich glaube, das ist auf beiden Seiten gleich eng. Scheiße, oh nee, oh Mann. Bist du hoch oder runter gefahren? Runter. Ja, wenn ich jetzt hochfahre, dann überhole ich dich. Nee, nicht wahr, Alter. Oh, scheiße. Eine Laterne mitgenommen, das ist gemeingefährlich. Ich kann auch nicht rückwärts fahren, Alter. Da stehen die Autos. Wegbogen. Oh nein! Oh, die Autos verlieren ich seh dich da unten! Nein, oh Mann, Kev! Verdammt! Ich fahr an dir vorbei, obwohl ich brenne! Ah. Ich brenne immer noch! Ich bin vorbei an dir! Nein! Oh, ich bin ein bisschen in den Tunnel reingekommen. Ich dreh mich jetzt einfach so durch den Tunnel durch, so. Dann fahr ich wieder zurück. Nein, eine Laterne mitgenommen, verdammt! Kacke, Alter, du bist einfach vor mir. Nein, schon wieder eine Laterne! Aber... Kacke. Ja? Aber ja? Ich brenne, wie gesagt, ne? Das ist nicht zu unterschätzen, also. Mann, Alter, ich muss jetzt hier so ein bisschen circlen irgendwie. Musste ich vorhin ja auch, als wir da, das hatte ich ja genau die gleiche Situation, hatte ich auch. Oh, gosh. Nur auf der Autobahn ist eine gute Position hier. Nur aufpassen, dass keine... Ich muss ein bisschen nach da in die andere Richtung kommen. Aber ich kann gerade nicht rückwärts fahren, Alter. Warum kann ich nicht rückwärts fahren? Ich gebe Gas rückwärts, aber er macht nichts. Agent kaputt! Boah, jetzt kann ich noch. Roboter mit Senf, ist mir egal. Kennst du das? Nee, kenn ich nicht. Gib das Mann. Gib es einfach Gas nach vorne, Alter. Leeres Regal, ist mir egal. Komm, Alter, schon. Ich fahr grad Genius, sag ich dir. Oh ja, ich komm, Genius. Nee, komm doch nicht. Ich bin jetzt mitten im Tunnel eingesperrt praktisch, Alter. Oh. Scheiße! Mann, ich heb schon ab unten, ey. Oh ja, ja. Oh, jetzt bin ich aber ganz gut. Bist du raus? Fast, ich bin fast drin. Also ich bin fast durch. Ich drehe mich irgendwie so raus. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich muss mal checken, wo ich jetzt überhaupt bin. Kaka. Alter, ich bin beim Gefängnis. Alter, du bist schon richtig weit, Kev. Aber meiner brennt die ganze Zeit. Das darfst du nicht unterschätzen. Der brennt die ganze Zeit. Ist ja nicht so, als wenn ich fehlerfrei fahre. Oh, Kacke. Oh, ich muss jetzt die nächste Ausfahrt nehmen, Freunde. Die nächste Ausfahrt muss ich kriegen. Ja, geschafft, ich bin durch. Oh Mann, war das schwer. Also deine einzige Hoffnung, Dena, ist wirklich, dass mein Wagen den Geist aufgehört, mein Flugzeug. Ja, aber oder die Hoffnung habe ich. Weil ich gehe einfach kaputt, weil ich schlecht bin. Haben wir überhaupt einen Timer gestellt? Nein! Scheiße! Ha? Haben wir nicht. Soll ich einen 5-Minuten-Timer ab jetzt stellen? Aber ich sehe das gerade, wir nehmen erst 12 Minuten oder so auf, also. Soll ich einen 5-Minuten-Timer ab jetzt stellen? Kannst du machen, wenn du magst. Okay. Hurra! So, Wagen, haut ab, nicht wiederholen! Okay, dann 5 Minuten ab jetzt. Das heißt, wer in 5 Minuten am weitesten hat gewonnen. Richtig, uns wird das vielleicht zu lang, je nachdem. Wir wollten ja. Eieiei, der Wagen blockiert, ich muss eine mitnehmen. Scheiße! Nein! Ich brenne immer mehr! Ich brenne nee, immer mehr! Jetzt explodierst du aber gleich. Weil das Ding ist, ich musste gerade gegen eine Laterne fahren, weil mich ein Auto blockiert hat. Ja. Scheiße! Was? Uhuhu! Was heißt jetzt? Ich hab vergessen, dass die Ortsschilder nicht nachgeben. Ich bin gerade voll Karacho gegengescheppert. Aber ich lebe noch. Noch fahr ich hier, Mit ein bisschen Glück hole ich gerade schon was auf. Oh, ich bin auch schon fast, ich bin im Gefängnis. Ja, Gefängnis kommt man schnell, also... Das ist nicht so schwer. Oh, da ist er. Ja, siehst du mich? Da ist der Dena schon. Yo, was eigentlich bin ich da, oder? Okay, jetzt. Aber du musst noch hoch. Das wird nochmal schwierig. Naja, ich überhole noch einen. Ich habe in der Auffahrt einen überholt. Muss jetzt ein bisschen risky werden. Nee. Oh Gott. Ich bin gegen dieselbe Ortschritt gefahren, gegen das, was du meintest wahrscheinlich. Ja. Nein! Weil was? Ich so aus Level bin, ein Titan ist gespawnt! Ich muss drum rumfahren! Aber ich sehe das Ziel! Nee! Und der fährt noch! Nee! Der Sieger, er sitzt hier! Nee! Alter, er sitzt hier! Oh nein! Bin drin! Nein! Yes! Oh Mann! Finally, wo ist Dena? Oh, ich bin auf der Brücke. Wo ist Dena? Den fangen wir jetzt nochmal ab. Wo ist er denn?
Ach, Kacke, Alter. Aber... Nur wegen der Scheiß... Oh Mann, schon wieder ging scheiß Ortsschild. Wegen der scheiß Brücke, Alter. Die hat mich so viel Zeit gekostet. Ohne Witz. Die hatte ich echt... Da habe ich aber... direkt das Pech und das Glück des Letzten, ne? Ja, ja, weil du anders fahren konntest. Genau. Oh Mann. Ach, da bist du ja. Lass mich nochmal durch. Lass nochmal. Sei nochmal nett. Bam! Dann bist du halt nicht nett, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Die nächste Folge GTA aufkommt so schnell wie möglich, je nachdem, wie schnell ich von der Longboard Tour wieder zurück hier in Deutschland bin. In Deutschland bin ich ja eh. Zurück zu Hause bin, dann nehmen wir sofort weiter auf. Deswegen weiß ich, kann ich nicht versprechen, wann die nächste GTA Online-Folge kommt. Vielleicht schon in 3 Tagen, vielleicht aber auch dauert es ein bisschen. Wenn es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Kev vorbei, den nehmt ihr auch auf. Der Link in der Beschreibung. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Bleibt geil. Ciao, ciao.